Herzlich willkommen zu diesem Podiumsgespräch im Rahmen von Mycelia über die Vernetzung als Künstlerin. Das Thema dieser Podiumsdiskussion hier im digitalen Rahmen, wie Sie sehen, denn wir alle haben uns noch an die Schutzmaßnahmen für die Ausbreitung von Corona zu halten. Heute werden uns die Themen Post-Covid-19, künstlerische Netzwerke und künstlerischer Erfolg weiter beschäftigen. Diese Podiumsdiskussion findet im Rahmen der Ausstellung statt, in der wir uns verschiedene Thematiken gestellt haben, unter anderem künstlerischer Erfolg hängt von einem gesunden und guten Netzwerk ab. Aber letztendlich entscheidet bis heute Geschlecht, Hautfarbe und sozialer Hintergrund, wie dieses Netzwerk ausgebreitet wird. Mycelia ist ein Versuch, über Macht, Strukturen und Netzwerke nachzudenken und die Natur als Vorbild für ein ökonomisches Konzept der ausbalancierten Macht zu nehmen. Wie sieht ein gesundes Netzwerk in einer Gesellschaft aus, die Wettbewerb über Solidarität stellt? Was bedingt künstlerischen Erfolg? Was benötigt ein gesundes künstlerisches Ökosystem? Im Rahmen dieser Ausstellung wird es dazu verschiedene Künstlergespräche geben. Sie können sich also einmal die Playlist zu diesem Video mit anschauen, bei dem Sie mit allen Künstlerinnen aus dieser Ausstellung Künstlergespräche sehen werden. Und es gibt neben diesem Podiumsdiskussion noch ein englischsprachiges Podiumsdiskussion, das verschiedene Themen aus dieser Ausstellung versucht zu beleuchten. Wenn Sie mit uns in Kontakt treten möchten, hinterlassen Sie doch gerne einen Kommentar unter diesem Video, beziehungsweise nutzen Sie doch in den sozialen Netzwerken gerne den Hashtag MyceliaMuck, Mycelia als Ausstellungstitel und Muck für München, denn das ist die Stadt, in der diese Ausstellung auch physisch tatsächlich anzutreffen ist. Nun sind wir alle im Covid-Zeitalter in einer schwierigen Situation, in einer seltsamen Überlappung vom Privaten und Beruflichen. Auch so ist dieses Ausstellungsvideo quasi aus dem Homeoffice zu Ihnen in die Wohnzimmerräume getreten. Hier und da wird es vielleicht technische Schwierigkeiten geben, aber wir hoffen, dass die Inhalte sonst trotzdem gut bei Ihnen ankommen. Ich habe heute die Ehre, 4 wunderbare Gäste als Teil dieser Podiumsdiskussion zu haben und würde gleich einmal beginnen, diese Gäste auch einmal vorzustellen. Wir haben zum einen Susanne Mitterer, die an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Kulturmanagement und der Hochschule für Musik in München Opern- und Theaterregie studiert hat. Sie hatte verschiedene Leitungs- und Koordinationsstellen inne und ist nun seit 2015 Teammitglied des Kompetenzzentrums für Kultur- und Kreativwirtschaft und dort auch stellvertretende Leiterin. Im Augenblick organisiert sie im Rahmen des Kompetenzzentrums das digitale Cook-Café, in dem es Hilfe zu Fragen und Unsicherheiten rund um die Soforthilfe und Förderungen zu Corona gibt. Danke dir, liebe Susanne, dass du heute mit dabei bist. Als nächsten Gast darf ich Laura Sanchez Serrano vorstellen. Sie ist Kunsthistorikerin und Kuratorin in München lebend. Nach Studienaufenthalten an der École du Louvre und ihrem Master in Museologie, unter anderem in Neuchâtel, hat sie in den vergangenen 10 Jahren an internationalen Ausstellungsprojekten gearbeitet und Vermittlungsformate organisiert, unter anderem am Kunsthaus Zürich, am Kunsthaus Pascal, Museum Wilhelm Stuck und an der Pinakothek der Moderne. Seit Mai 2019 arbeitet sie nun im Kulturreferat München in dem Bereich für internationale Kulturarbeit und betreut dort unter anderem die Projektförderungen und war uns eine große Hilfe hier im Rahmen der Ausstellung. Der nächste Gast, den ich vorstellen darf, ist Silke Bachmann, Künstlerin der Ausstellung Mycelia. Sie ist in Leipzig geboren, in Berlin aufgewachsen. Von 2009 bis 2014 hat sie Malerei an der Akademie für Malerei in Berlin bei Ute Wöllmann studiert und wurde 2014 ebenfalls bei Ute Wöllmann zur Meisterschülerin ernannt. Sie lebt inzwischen seit 8 Jahren in München und ist Mitglied beim BBK und in der GEDOC. Sie stellt regelmäßig aus und ist immer wieder verschiedenen nationalen und internationalen Künstlerkooperationen beteiligt. Und last but not least, der Gentleman in dieser Runde, Jonas Peter. Er studierte zunächst empirische Kulturwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sein Masterstudium Kulturdiplomatie, mitteleuropäische Studien führte ihn an die Andrássy-Universität nach Budapest, welcher mit einer Arbeit über Geschlechterrollen in der elektronischen Musik- und Clubkultur abschloss.
Neben dem Studium absolvierte er Praktika am Goethe-Institut in München und in der Kulturabteilung der österreichischen Botschaft in Budapest. Seit 2019 ist er bei der Plattform als Volontär tätig und die Ausstellung findet ja im Rahmen oder in der Plattform, in der Halle der Plattform statt. Und Jonas war uns eine großartige Hilfe als Ansprechpartner für die Ausstellung. Allen vier Gästen herzlich willkommen und wir starten doch gleich in medias res. Ich habe als ich die Gäste einmal angefragt habe, für den Workshop gefragt, ob ihr mir ein kurzes Statement geben könntet, inwiefern eure Arbeit durch Corona betroffen wurde, beziehungsweise welche kurzfristigen und langfristigen Veränderungen es auch in dem Rahmen geben sollen. Ich weiß, Susanne, du bist da sehr engagiert und sehr beflissen in diesem Thema. Möchtest du einmal uns entlang leiten, was deine derzeitige Arbeit beinhaltet? Ja, gerne. Für uns ist Corona tatsächlich eine extreme Veränderung dessen, was wir tun, weil es eine extreme Veränderung für unsere, ich will nicht sagen Klienten bedeutet, aber für die Gruppe von Leuten, mit denen wir arbeiten. Alle Künstler, Künstlerinnen, Kulturschaffende sind massiv betroffen von dem Thema und sind sehr fundamental auf Fragen zurückgeworfen und abgeschnitten von der Außenwelt, also von der Präsentation ihrer Werke im konventionellen Sinne. Das bedeutet da ganz neue Fragen, ganz neue Themen. Und für uns als Kompetenzteam Kultur und Kreativwirtschaft in München heißt es, dass wir unsere Angebote nicht weitermachen können und gleichzeitig mit beteiligt sind, jetzt tatsächlich auch Hilfen an den Mann zu bringen. Also wir unterstützen bei der Bearbeitung dieser Soforthilfen ganz operativ. Wir schauen, dass wir Angebote machen für unsere spezielle Zielgruppe, für die Kultur- und Kreativwirtschaft. Und wir versuchen, hinter den Kulissen zu unterstützen, dass die Hilfsangebote, die Antworten, die es jetzt braucht, so ausfallen, dass sie tatsächlich auch der Kultur- und Kreativwirtschaft hier zugutekommen. Du betreust ja auch das digitale Cook-Café. Inwiefern, also welche Fragestellungen erwarten dich dort am meisten und inwiefern wird dieses Hilfsangebot auch gerne wahrgenommen? Also wir haben einerseits das Cook-Café digital ins Leben gerufen. Normalerweise machen wir das tatsächlich mit Kaffee, jetzt wie genau dieses Panel hier, auch auf virtuellem Weg, was überraschend gut funktioniert. Die Nachfrage ist groß. Und genau wie bei der Hotline, die wir auch täglich anbieten, sind die Fragen immer wieder ganz ähnliche. Das ist tatsächlich einfach mal ganz konkret, wo wende ich mich mit welchem Programm hin, weil die Angebote sich tatsächlich fast täglich ändern und verändern. Es ist schwer, da den Überblick zu behalten und da unterstützen wir, geben ein bisschen Wegweiser. Es ist aber auch ein Stück weit eine Fassungslosigkeit, was gerade hier passiert, dass auf der einen Seite politisch sehr viel Wille da ist, sehr große Worte da sind, sehr viel Engagement und Betroffenheit. Und auf der anderen Seite die Solo-Künstler, Künstlerinnen ganz oft doch wieder zwischen dem Raster durchfallen. Und die Fassungslosigkeit, was hier auch gesellschaftlich passiert, wie man sich als Künstler, als Künstlerin hier positioniert, seinen Platz findet, angemessen, ohne den Pflegern, den Krankenhelfern jetzt hier die Aufmerksamkeit zu nehmen und trotzdem, um weiter bestehen zu können, das ist ein ganz großes Thema, was die Leute sehr beschäftigt und uns auch. Danke dir. Und vielleicht der gute Einsatz für dich, Laura. Du kennst die Arbeit eben vom Kulturreferat, bist dort engagiert. Inwiefern hat Corona deine Arbeit verändert und inwiefern engagiert sich das Kulturreferat bei den Veränderungen? Also vielleicht kann ich erstmal von meiner Arbeit anfangen. Für mich war das eine große Veränderung, was du am Anfang gesagt hast, wegen Privatleben und Beruf. Das ist schon für uns alle eine Herausforderung, besonders wenn man auch kleine Kinder hat. So für mich in meiner Tätigkeit war es eine große Veränderung. Und in meiner Arbeit, also ich arbeite in internationaler Kulturarbeit, meine Hauptrolle ist Kultur, also Projektförderung. Und das ist für Projekte, die im Ausland stattfinden mit Münchner Künstlerinnen und Projekte in München mit internationalen Künstlerinnen.
wegen der Corona-Situation alle die Flüge, die geplant wurden, alle die Austausche, die zwischen Künstlern, die geplant waren, wurden abgesagt. So plötzlich hatte ich auf dem Tisch viele Projekte, in denen nicht mehr stattfinden oder die suchen oder versuchen, eine Alternative zu finden. Unsere oder meine Rolle hier war, die digitale Alternativen zu unterstützen, andere Alternativen zu finden. Und es ist nicht so einfach, weil klar, man versucht immer die virtuelle Alternative online, Livestreaming, aber das ist nicht für alle Projekte geeignet. Und das ist auch sehr anstrengend, muss ich sagen, für die Künstler auch, die versuchen, die Projekte zu retten. Die Projekte, die schon laufen auch und die seit langer Zeit angefangen haben. Und ja, es ist anstrengend und traurig zu merken, dass nicht alles zu retten ist. Und so genau, wir haben jährlich diesen Austausch zwischen München und Taipei, München und Guangzhou. Leider mussten wir das auch absagen, obwohl die Künstler schon ausgewählt wurden und alles war am Laufen. Und dann haben wir noch unsere Künstler-Residencies in der Villa Valverde und Ebenbeck-Haus. Und das ist auch, wie gesagt, fast alles abgesagt, weil die Leute nicht hierher fliegen konnten. Dazu kommen andere Probleme von Leuten, die schon im Ausland waren und die nicht zurückkommen konnten, zum Beispiel, und die ja, von Ort geblieben sind. Und dann muss man schauen, wie man mit auch diese Verlängerungen umgeht. Oder Leute, die hier in Künstlerresidency waren und nicht mehr zurück nach Hause fliegen können. So, gerade im internationalen Bereich ist extrem kompliziert, Lösungen zu finden und mit ja, positiv umzugehen. Und genau, und wir versuchen Geduld zu haben. Wir können in diesem Moment auch nicht eine richtige Antwort für alle haben. Und allgemein machen auch mit. Und, aber sie sind schwierige Zeiten. Du sprichst uns sehr aus der Seele, wenn du ansprichst, dass digitale Vermittlungsprogramme, so sehr man versucht, Dinge zu retten, ein Kraftakt ist. Und ich glaube, das ist eine der Sachen, die auch wir im Rahmen von Mycelia gelernt haben, die ja sehr kurzfristig auf ein digitales Format wechseln mussten, wechseln wollten auch, um das Projekt auch zu retten. Und ich glaube, diese Herausforderung, dass man plötzlich digitale Lösungen benötigt, das ist eine Herausforderung, die gerade im Kunstbereich, im Kulturbereich, gerade auch in Deutschland sehr lange ein Problem war oder eine Herausforderung war, die vielleicht erst eine zweite Priorität hatte und durch Corona auch eine wahnsinnige Brisanz erhalten hat, weil sehr schnell in sehr kurzer Zeit Menschen darauf reagieren musste. Und es ist für alle ein Learning by Doing. Ich glaube, gerade diesen Aspekt der Geduld, den du angesprochen hast, das ist eine Sache, die alle institutionellen Bereiche lernen müssen, dass Geduld auch bedeutet, dass man vielleicht nicht mit perfekten Inhalten rausgeht zum Wohle, dass man zumindest trotzdem künstlerische Positionen zeigen kann. Lieber Jonas, du hast ja nun uns quasi mit betreut im Rahmen von Mycelia. Möchtest du einmal über die Zusammenarbeit sprechen, beziehungsweise auch wie Corona dein eigenes Arbeiten verändert hat und wie die Plattform auf diese Veränderungen eingegangen ist? Ja, gern. Also uns hat ja das, also Covid-19 hat uns ja eigentlich mitten in den Vorbereitungen für Mycelia getroffen und auch teilweise sehr unvorbereitet natürlich auch. Und eine normale oder eine herkömmliche Ausstellungstätigkeit war ja dann einfach nicht mehr möglich. Dann standen wir natürlich vor der Frage, wie verlegt man das am besten in den digitalen Raum? Und ich fand tatsächlich für meine Arbeit, ich hatte teilweise das Gefühl, dass wir sogar näher zusammengerückt sind, weil wir wesentlich einfacher und unkomplizierter auch Kontakt hatten. Wir hatten regelmäßige Zoom-Meetings. Und das hat meine Arbeit teilweise sogar vereinfacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
weil ich teilweise das Gefühl hatte, dass wir wirklich näher zusammengerückt sind auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wie Laura auch schon gesagt hatte, es war ja auch ein internationales Kunstprojekt gewesen. Und wir standen dann natürlich auch vor wahnsinnigen Problemen, wie die Kunstwerke nach Deutschland bringen, dann die lettischen Künstlerinnen konnten nicht kommen. Das sind alles Sachen, auf die man dann irgendwie reagieren musste und auch irgendwie adäquate Lösungen dann finden musste. Ich denke, dass, weil wir eben auch einen bunten Blumenstrauß an digitalen Formaten jetzt eben auch haben. Genau. Jetzt haben wir Silke als die Künstlerin, die im Rahmen von Mycelia mitgearbeitet hat. Das ist ja ein Ausstellungsprojekt mit Münchner Künstlerinnen oder München lebenden Künstlerinnen und Künstlerinnen in Riga und um Riga lebend. Und Silke, wie hast du diese Veränderungen für dich erfahren und wie hat es sich als Künstlerin unabhängig von Mycelia getroffen, mit dieser neuen Situation umzugehen? Also natürlich, wie Jonas schon gerade sagte, mitten in der Vorbereitung für unsere Ausstellung hat uns das schon arg betroffen, dieses Umdenken. Allerdings habe ich dann festgestellt, dass es eine große Solidarität gab, sowohl seitens der Plattform, eben weil ihr sehr dafür wart, das trotzdem stattfinden zu lassen und uns da unterstützt habt. Auch du, Annabelle, ne, dass du ungeschränkt bist und dich auf die ganzen Online-Formate eingelassen hast und da mit wahnsinniger Kraft und Energie das mit durchgezogen hast. Und letztlich konnten wir auch mit den lettischen Künstlerinnen so einfach online weiterhin in Kontakt bleiben, wie wir das vorher während der Arbeit ja schon machen mussten, aufgrund der Distanz einfach. Wir mussten ja die Arbeiten entfernt voneinander entwickeln und hatten da eben auch schon entweder via Video oder überwiegend per Mail Kontakt. Das hat tatsächlich alles gut funktioniert und ich bin froh, dass wir alle tatsächlich solidarisch an einem Strang gezogen haben und dieses Projekt realisieren konnten, was wirklich großartig ist. Nichtsdestotrotz bin ich eine Verfechterin von Kunst im Original anschauen. Von daher hoffe ich natürlich aus vollstem Herzen, dass es noch möglich sein wird, zumindest einzelne Besucher durch die Ausstellung führen zu können oder mit irgendwelchen Auflagen arbeiten zu können. Einzelne Galerien haben ja auch schon auf oder öffnen ab Montag. Und ich hoffe einfach, dass noch auch persönlich etwas möglich ist, in diese Ausstellung gehen zu können, was einfach natürlich ein wahnsinniger Mehrwert ist. Wir haben dieses wundervolle Angebot, jetzt online Sachen zu präsentieren. Diese ganzen Künstlerinnen-Interviews hätten wir normalerweise nicht gehabt. Das ist eine wirkliche Bereicherung. Ich denke, für jeden Besucher oder Betrachter ist das ein sehr tiefer Einblick in unsere Arbeit, in den jeweiligen Kooperationen. Das hätten wir so gar nicht an den Mann oder an die Frau bringen können. Das ist schon toll. Aber letztlich beeinträchtigt uns das alle, auch in der weiteren künstlerischen Arbeit. Nicht unbedingt im Atelier, da geht es natürlich weiter wie bisher. Da arbeiten Künstler meistens alleine oder selbst wenn es auch in Kooperationen ist, das macht man halt einfach weiter. Wie es mit Ausschreibungen ist, das ist jetzt nochmal ein anderer Punkt, weil man auch nicht weiß, wie finden die Sachen statt, wo man sich beworben hat, finden Ausstellungen, wo man schon seine Zusage hat, statt. Eigentlich da laufen die Vorbereitungen, ne? Alle sind jetzt da so der Stand einfach in dieser Zeit jetzt. Du sprichst zwei, glaube ich, ganz wichtige Punkte an. Zum einen können digitale Vermittlungsformate keine originale Ausstellung nachahmen. Das sollen sie auch nicht. Ich glaube, eine der Sachen, die die meisten lernen und auch wissen, die digitale Formate anwenden, ist, dass sie im besten Falle eine zusätzliche Vermittlung darstellen. Im besten Falle sprechen sie ein anderes Publikum an, das vielleicht durch die Entfernung verändert ist, aber ein digitales Vermittlungsformat ist nicht gleich ein leicht accessible Vermittlungsformat. Also nur weil etwas digital stattfindet, muss es nicht heißen, dass es leichter vermittelbar ist dadurch oder dass es das Original in irgendeiner Weise reproduziert. Das soll es auch nicht. Ich glaube, das ist so eine der
der Dinge, die auch viele Kollegen gerade am Lernen sind. Dieses Digitale wird ja sehr kritisiert immer wieder. Und ich bin immer ein wenig verwundert, weil an keiner Stelle ja eigentlich diskutiert wird, dass das Digitale nicht einen Ausstellungsbesuch ersetzen soll, aber im besten Falle noch ein zusätzliches Kanal, ein zusätzliches Medium ist. Und ich glaube, vielleicht ist das auch eine Diskussion, die wir gerade in der Kunstwelt, in der Kulturlandschaft beginnen müssen, was das Digitale als zusätzliches, als Funktion hat, um andere Kanäle zu bespielen, andere Formate zu nutzen, weil ich auch nicht glaube, dass ein Livestream aus einer leeren Ausstellung unbedingt die Lösung ist, um tatsächlich eine breitere Öffentlichkeit anzusprechen, sondern es muss schon auch ein wenig durchdacht sein. Technische Ausführungen ist ein Learning by Doing, ganz klar, aber vielleicht muss man sich ein bisschen mehr Gedanken machen zu dem Grund, zu dem Publikum, das man gerne erreichen möchte und auch das Wie man jemanden erreichen möchte. Und das Zweite, was du ansprichst, was ich auch eine ganz wichtige Geschichte finde, ich glaube, das trifft ja alle, die nicht in einer Anstellung sind, alle, die in irgendeiner Form selbstständig arbeiten, ist diese Ungewissheit, dass 2020 wahrscheinlich in die Geschichtsbücher unser aller eingehen wird als das Jahr der Ungewissheit, und den man sich jeden Tag neu irgendwie adaptieren muss an die Geschehnisse, die es da draußen gibt, weil man letztendlich so wenig Kontrolle darüber hat, welche Dinge noch funktionieren können und sich zu diesen Schutzmaßnahmen, die ja sich so stark ändern. Auch für mich war das eine extreme Anpassung. Ich lebe ja in der Schweiz und auch für mich waren die Grenzen geschlossen für Mycelia. Sprich, wir hatten quasi einmal Künstlerinnen, die aus Riga nicht kommen konnten und ich mitten in der Ausstellung auch nicht mehr ausreisen durfte. Von daher ist die Adaptierung tatsächlich für uns alle, glaube ich, eine der ganz großen Maßnahmen. Susanne, vielleicht möchtest du noch mal kurz mehr eingehen auf dieses Digitale. Denn ich glaube, dass gerade, weil du so einen großen Überblick im Bereich Kultur und Kreativwirtschaft hast, digitale Formate sind natürlich für euch eine der wichtigen Dinge. Hast du das Gefühl, dass dieses digitale Angebot auch mit gewissen Konsequenzen kommt? Wir hatten im gemeinsamen Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen. Ja, es sind, ihr habt ja schon gesagt, dass das Digitale die reale Situation nie ersetzen kann. Das gilt für die bildende Kunst, das gilt genauso aber für darstellende Kunst. Es gibt jetzt zum Beispiel den Bereich Musik, wo es scheinbar leichter ist oder auch sehr viel etablierter. Wir konsumieren ja regelmäßig Musik, sind es ganz gewohnt, dass es nicht das Orchester bei uns sitzt oder die Band im Wohnzimmer, sondern dass wir das digital machen. Oder auch bestenfalls mit einer LP, mag auch sein, dann ist es analog. Aber es ist jedenfalls ein Medium dazwischen geschaltet. Das heißt, es ist gängiger. Und gerade in diesen Bereichen wird jetzt sehr stark auf digitale Formate zurückgegriffen. Auch sehr stark von großen Institutionen, von Orchestern, von Theatern, von Opernhäusern, übrigens auch von Museen im Bereich der bildenden Kunst. Die Herausforderung dahinter ist ein bisschen, ich denke, du beziehst dich darauf, Annabelle, dass diese Angebote jetzt mit sehr viel Enthusiasmus und sehr viel Begeisterung kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Und das ist natürlich einerseits sehr schön, weil damit plötzlich im Digitalen ein Reichtum möglich ist, sehr leicht verfügbar, sehr offensiv beworben, sehr niedrigschwellig, was sonst nicht ganz so extrem war. Das hat aber natürlich zur Konsequenz, dass hier alle Versuche, Geschäftsmodelle zu etablieren, jetzt zusammenbrechen. Oder anders gesagt, am Ende möchte, ich bleibe beim Musiker, der Musiker ja doch auch seine Miete von dem bezahlen, was er als Musiker macht. Und das soll er auch. Und in dem Moment, wo natürlich jetzt große subventionierte Häuser kostenlose Angebote in Massen zur Verfügung stellen, wo die Stars tolle Wohnzimmerkonzerte machen und die ganze Welt schaut zu und alles überschlägt sich vor Begeisterung, vergisst man, dass es Menschen gibt, die wirklich von dem leben und zwar nicht steuerfinanziert, nicht subventioniert, sondern wirklich mit Honoraren, mit Eintrittsgeldern, mit verkauften LPs. Und da entsteht quasi jetzt so ein beginnender Widerspruch. Und ich glaube, das wird sehr, sehr schwer, das aufzulösen. Und das ist eben auch nochmal eine Herausforderung nach der Corona-Zeit. Wie gehen wir damit um? Also wie ist diese Überfülle, dieses Überangebot wieder so zu kanalisieren, dass es nicht bedeutungslos wird, weil es zu viel ist, weil es gedankenlos und beliebig konsumiert werden kann und weil man damit nicht mehr bereit ist, was dafür zu zahlen. Wir als Gesellschaft vergessen, dass hinter den Inhalten immer jemand steht, der sie erstellt und dass irgendwo Leute dafür ihre Miete und ihren Lebensunterhalt zahlen wollen und müssen.
Laura, du wolltest gerade direkt reagieren. Ja, ich finde, das ist der Punkt, das uns alle Sorgen macht gerade. Aber ich sehe das Ganze als eine emotionale Reaktion von dieser Situation, die so besonders und unerwartet war. Im privaten Leben, wie die Leute, also vielleicht in Deutschland weniger, aber in Spanien ist es so, dass die Leute auch versuchen, vom Fenstern auch Konzerte zu machen und mit den Leuten zu sprechen. Ich denke, es ist diese erste emotionale Reaktion, die die Künstler auch als empfindliche Leute unterstützen und mitmachen und so weiter und so fort. Aber ich kann mir vorstellen, dass irgendwann die Ruhe wieder kommt und trotzdem bleiben wir bei digitalen Formaten. Oder so will ich mir das Ganze vorstellen. Und da haben wir ja schon, ich habe schon Beispiele gesehen, zum Beispiel Dogfest. Da, das ist keine umsonst, also man muss auch eine Eintritt bezahlen. Und das finde ich auch in Ordnung. Und ich denke, für Leute, die normalerweise beim Dogfest waren, ist es auch kein Problem, das digital zu machen. Und ich würde mehr sagen, für mich ist es gerade, also ich sehe vieles Positives in dieser Situation. Ich habe zwei kleine Kinder. Am Abend ist es für mich sehr schwierig, rauszugehen. Und in den letzten Jahren war ich nicht so oft bei Veranstaltungen, wie ich wollte. Und gerade am Abend sitze ich auf meinem Sofa und ich habe Frameless gehört. Ich freue mich auf Dogfest. Ich habe eure Führung gesehen. Und ich sage mir, ich bin, also gerade ist meine private Situation so, aber es gibt viele Leute, die sich nicht bewegen können, zum Beispiel, oder die, weiß nicht, andere Realitäten haben. Und das ist so ein wertvolles Angebot, dass wir jetzt gerade das Ganze entwickeln. So, von daher bin ich ganz zufrieden. Und ich wollte noch etwas über euer Projekt sagen. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, dass das Projekt in diesem Form stattgefunden hat. Nicht nur, weil es eine Ausstellung, die mit internationalen Künstlerinnen und so weiter und so fort zu tun hat, sondern weil das Ganze hat auch digital angefangen. Also die Künstlerinnen haben schon von Anfang an Kontakt miteinander durch E-Mail, weiß nicht, Skype, whatever. Und das Projekt geht um Netzwerk. Und also ich denke, es hat sich so natürlich entwickelt in dieser Form. Und als ich deine Führung gehört habe und dass ihr die Ausstellung, also körperlich in real life geschafft hat, finde ich klasse. Und deswegen hatte ich vorher gesagt, es gibt Projekte, wo man sich nicht vorstellen kann, dass man das digital machen kann. Mhm. Aber in eurem Fall war es so eine natürliche Entwicklung. Und wie das so geschafft hat. Ja, danke. Ja, Silke. Übrigens. Wir haben tatsächlich so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht. Wir hatten auch das Gefühl, so in der Entwicklung von Mycelia, bei der es um Erfolg, um Misserfolg, um Experimente ging, dass es tatsächlich irgendwie plötzlich im großen Zeitgeist reingepasst hat, um über diese Thematiken zu sprechen. Nochmal aber zurück zu dem, was ihr beide, Susanne und Laura, gerade gesagt habt. Ich glaube auch, dass während der Zeit von Corona, die ja mit ganz viel persönlichen Schicksalen, mit sehr privaten Opfern auch irgendwie zusammengedacht werden muss, hat sich die Kultur als eine wichtige Mobilisierungseinheit herauskristallisiert. Also Künstler, die von ihren Balkonen heraus musizieren, man sieht das vielleicht weniger in Deutschland, aber in Spanien, Italien war das eine ganz große Thematik. Künstler, die tatsächlich sehr, fast schon aktivistisch eigentlich den Menschen versuchen, Mut zu machen, die in Berlin gab es jetzt gerade von Joana Wasa diese wunderbare Ausstellung an den Balkonen, kuratiert. Also es gibt schon diese Projekte, wo man das Gefühl hat, dass es zu diesem Social Fabric, wie man im Englischen sagen würde, zu diesem sozialen Grundgerüst beiträgt. Und dann auf der anderen Seite, Susanne, und das teile ich sehr, Kunst und Prekarität ist immer so eine Thematik. Und Teil dieser Ausstellung geht ja um Erfolg. Und Erfolg wird in unserer neoliberalen Gesellschaft ja häufig mit Macht und mit Reichtum zusammengedacht. Und während wir uns ja so ein bisschen
versuchen, den zu verwehren und sagen, naja, der Erfolg hat ganz viele andere Facetten und nicht nur Reichtum und Macht, sondern im Gegenteil, es gibt ganz viele intrinsische Motivationen, gerade wenn man in einem künstlerischen, kulturellen Beruf arbeitet, ist der Bereich des Ausdrückens, der Bereich des intrinsischen viel wichtiger, ist der Bereich der finanziellen Stabilität dennoch einer, der uns unbedingt beantwortet werden muss, gerade weil viele der Künstler und Kulturschaffenden in naja, schon sehr prekären Situationen von temporärer Anstellung, vielleicht auch keine Anstellung, Projekten, die jetzt abgesagt werden, die vor allem in sehr langer Zeit wahrscheinlich noch abgesagt werden. Also momentan rechnen die meisten ja, dass die Situation einfach noch mindestens dieses Jahr komplett zu spüren sein wird. Und vielleicht kannst du noch mal 2, 3 Worte zu diesen Prekären uns sagen, Susanne. Denn ich weiß, dass es ein Thema ist, das dich auch sehr beschäftigt. Es ist absolut, ich finde auch diese Frage nach Erfolg sehr spannend, die du gerade gestellt hast. Ich mache auch viel Einzelberatungen normalerweise. Und eine meiner Fragen, die ich ziemlich am Anfang immer stelle, ist tatsächlich, wann wäre das, was Sie gerade planen, was Sie machen, für Sie persönlich ein Erfolg? Und da geht es mir bewusst nicht um Geld primär, sondern es geht mir darum, dass der Einzelne für sich nochmal definiert, was ist mir eigentlich wichtig? Wann glaube ich, dass diese Ausstellung, dieses Projekt, diese Idee gut und wichtig ist? Und versucht den Leuten, sie einzuladen, dass sie selber sagen, entscheidend, ob es erfolgreich ist, tun sie ganz alleine. Sie setzen diese Maßstäbe. Das heißt aber auf der anderen Seite, und die Frage kommt dann schon auch noch, ob sie sich leisten können, nur diesen Maßstab anzulegen, weil natürlich geht es auch darum, wie sie die Miete zahlen, was du sagst, Annabelle. Ganz viele Künstler, Künstlerinnen leben in einem Erwerbspatchwork, wie wir es immer beschreiben. Das heißt, die haben mal einen Werksvertrag und dann haben sie vielleicht zwischendurch noch einen 450-Euro-Job oder sie unterstützen im Bereich der kulturellen Bildung, dann verkaufen sie wieder mal Bilder. Das passt in kein Raster. Und es ist eigentlich auch eine Stärke, nicht immer ganz freiwillig, aber das finde ich ist tatsächlich auch eine Stärke der einzelnen Leute, Wege zu finden. Denn als bildender Künstler, wir kennen die Zahlen vom BBK, 3% der bildenden Künstler können allein von ihren Bildern leben, vom Verkauf der Bilder. 3%, das ist minimal. Das heißt, die Künstler müssen andere Wege finden und das tun sie. Das tun sie unterschiedlich einfach, meistens mit Herausforderungen, aber sie gehen ihre Wege. Und ich habe da ganz große Bewunderung dafür, sehr viel Respekt. Nur genau in solchen Zeiten wie jetzt bedeutet das aber, dass sie bei diesen ganzen Maßnahmen halt dazwischen durchfallen. Und das finde ich so ein bisschen für mich schon jetzt eine Frage von Doppelmoral. Einerseits zu sagen, das ist so toll, was Künstler und Künstlerinnen da machen und können und ja, und ihr seid und ja, komm, das schafft ihr schon und das macht ihr doch so und hier. Aber in so einer Situation jetzt plötzlich wird es, da zeigt sich, wie viel kann ich eigentlich darauf geben, auf diese Flexibilität. Und das finde ich ist schon nochmal ein Thema auch nach Corona, was uns in diesem Bereich Kultur- und Kreativwirtschaft massiv beschäftigt, im bundesweiten Diskurs, aber ich finde, es müsste uns alle nochmal beschäftigen. Da müssen wir wirklich nochmal sehr ernst damit umgehen und nicht nur so viele kleine Einzellösungen wie ein Mosaik finden, damit der Einzelne für sich ein Patchwork hat. Aber wie gesagt, auf diesem Patchwork, auf das kann man nicht wirklich vertrauen. Das ist kein sehr stabiles Netz. Jonas, jetzt bist du Volontär bei der Plattform. Sprich, du bist, was man so vielleicht nennen würde, in den Anfängen der Professionalisierung. Zumindest ist das Volontariat per Definition ein erster Einstieg in den praktizierenden Arbeitsmarkt. Das Volontariat kommt mit Lernerfahrung im besten Falle. Ich hoffe, die Lernkurve bei Mycelia war so steil wie bei allen anderen. Aber natürlich ist ein Volontariat auch so ein Zwischenübergang, weil es natürlich für dich auch in der Zukunft woanders hingehen wird. Welche langfristigen Strukturen würdest du dir in der Berufswelt, in der künstlerischen Berufswelt wünschen? Und gerade wenn wir auch über das Thema der Prekarisierung nachdenken, ist natürlich der Gegenpol auch die Diversifikation. Also man hat einen gewissen Hintergrund, aus dem man kommt und versucht, den beruflich mit seinen Privilegien umzusetzen oder eben nicht umzusetzen. Wie siehst du diese beiden Pole für dich im beruflichen Alltag?
Ja, es geht ja bei sowas wie Prekarisierung oder auch Diversifizierung geht es ja auch immer darum, dass Kategorien sind ja nie unabgeschlossen. Also Race, Class, Gender sind keine abgeschlossenen Kategorien, sondern wir reden ja einfach von vom Zusammenwirken unterschiedlicher Dimensionen von Ungleichheit auch. Und was mir, denke ich, wichtig ist und was auch in meinem Studium vor allem immer sehr zentral war, war, dass es dass man sich seiner Position bewusst sein soll und seinen eigenen Hegemonien auch. Und es geht auch immer um eine hegemoniale Selbstkritik einfach. Wenn man seiner eigenen Position bewusst ist und diese auch immer selbst reflektiert, also ich zum Beispiel als weißer Cis-Mann, dann ist auch schon einfach viel gewonnen. Weil das Problem ist ja eigentlich, wenn praktisch die stille Norm einfach hingenommen wird. Und das ist eben das Problem, das ich sehe. Und ich denke, dass der im Kulturbereich eines der grundlegenden Probleme, die ich sehe, ist, dass ein Volontariat oder auch ein Studium, also es ist ein kunstgeschichtliches Studium, ein kulturwissenschaftliches Studium, das sind Felder, die einem, sagen wir es mal ganz vorsichtig, eine eher unsichere Zukunftsperspektive bieten. Und es ist, glaube ich, in meinem Umfeld jedenfalls so, dass das dann eben auch hauptsächlich Leute machen, die einen dementsprechenden Background haben, sich auf Netzwerke verlassen können, aus denen sie kommen und so weiter und so fort. Dadurch ist der Kulturbereich leider eben auch nicht so divers, wie er gerne wäre, glaube ich. Weil er ist auch nicht so niedrigschwellig, wie er gerne wäre oder wie er gerne tut, dass er ist so. Und da müsste man, glaube ich, ansetzen, dass man diese prekären Arbeitsverhältnisse, in denen man sich die ganze Zeit bewegt, wie schon gesagt, man muss sich das leisten können, erstmal praktisch, den Schritt überhaupt zu gehen. Genau, das ist eines der größten. Du sprichst da schon was ganz Wichtiges an. Wenn du sagst, naja, es hat so eine Heteronormativität und ein Stillschweigen. Und ich glaube, eine der Sachen, die wir auch hier im Rahmen der Ausstellung demystifizieren möchten, ist dieser Bereich, dass man aus Scham über Geld nicht spricht. Und das ist eine Sache, die wir im Kulturbereich ganz häufig haben, dass viele nicht über Honorare sprechen, die sie erhalten haben. Und aufgrund dieses Stillschweigens, die Verhandlungsposition für andere später schwieriger wird. Wenn ich nämlich weiß, was mein Kollege davor erhalten hat, und ich spreche bewusst von Kollege, weil meistens sind es die Männer, die besser bezahlt werden, wenn ich wüsste, was mein Kollege vor mir als Honorar erhalten hat, wäre es für mich als Verhandlungsposition viel leichter, darüber zu sprechen, warum ich irgendwie ein Drittel weniger als Honorar erhalte. Oder dass ich weiß, Vergleichsmöglichkeiten habe. In den USA gab es zu der Initiative im vergangenen Jahr ein Spreadsheet, ein Excel-Sheet, das die Runde durch die Kunstwelt gemacht hat, in dem Kuratoren, Kunsthistoriker und Künstler ihre Honorare offen gemacht haben und gesagt haben, was haben sie für welches Projekt gemacht. Und die Welle ist leider im deutschsprachigen Raum so ein bisschen verloren gegangen. Es waren ganz wenige, die aus dem Bereich mitgemacht haben. Ich würde mir so ein Excel-Sheet wünschen. Ich würde mir mehr Transparenz wünschen und vielleicht auch von einer institutionellen Organisation Richtwert. Das gibt es zwar vom Verband Deutscher Kunsthistoriker gibt es gewisse Richtlinien, aber eine Richtlinie ist doch was anderes als die pragmatische Realität, wie wir das alles aus unserem Bereich kennen. Liebe Laura, ich weiß, dass du in unterschiedlichen Bereichen ja auch gearbeitet hast. Und wenn wir gerade über Erfolg und Transparenz sprechen, das ist ja eine der Fragen, die auch ich mir immer wieder stelle als Kuratorin, ob der einzige Weg, erfolgreich als Kurator zu arbeiten, eine finale Ausstellung ist. Du hast in vielen langfristigen und sehr großen Projekten gearbeitet und das Modell der Ausstellung ist ja nicht das einzig erfolgreiche Modell. Es gibt ja ganz viele andere Bereiche. Hast du in dem Bereich, gerade weil du auch im Bereich Vermittlung viel arbeitest, ein paar Gedanken zu diesem Bereich Erfolg? Und Erfolg muss immer ein Produkt in Anführungszeichen, in unserer Form eben eine Ausstellung sein. Gut, ich weiß nicht, ob ich repräsentativ bin als Kuratorin, weil ich, also für mich Erfolg ist ein Prozess, würde ich sagen.
Erfolg ist nicht ein Produkt, ein Endprodukt. Also was ich auch genieße, ist diesen Prozess und das Lernen auf dem Weg und die Begegnungen auf dem Weg. Und genau, also ich sehe das ein bisschen philosophisch auch. Erfolg ist wie das im Leben, also nicht nur beruflich, sondern auch für mich persönlich ist Erfolg das. Von daher weiß ich nicht, ob ich eine typische Kuratorin bin. Als Kuratorin, meine Projekte waren immer mit Prozess verbunden. Und ich habe sogar, also zum Beispiel in München hatte ich an der Deconstruction kuratiert. Und das war so, ich habe das Konzept geschrieben sozusagen und an Künstler gedacht, die zum Konzept passen könnten. Und dann habe ich sie einfach eingeladen. So, für mich war es auch wichtig, diese Trust. Also ich weiß, wie du arbeitest. Ich habe mit ihnen viel gesprochen. Und jetzt hast du carte blanche und du kannst machen, was du willst. Und für mich, das ist das Entspannendste als Kuratorin oder als Mensch. Wenn man zusammen mit den Leuten arbeitet, wenn es keine höhere Position gibt, wo man sagt, okay, das ist meine Idee und jetzt nehme ich diese Gemalt und diese Skulptur und ich mache meine Geschichte und wie ich mich positioniere in der Welt. Für mich ist es wichtig, wie wir uns alles als Menschen in der Welt bewegen. Und für mich an der Deconstruction war gerade, also genau das, vielleicht die an der Deconstruction oder die Konstruktion war auch für uns als Menschen da dabei, weil wir in diesem Prozess alle miteinander gesprochen haben, nicht nur ich mit jedem Künstler, sondern alle haben diese Beziehung auch entwickelt. Und am Ende war diese Ausstellung, das ist auch so wie ein, okay, Geburt von etwas sozusagen, aber für mich Erfolg war von Anfang an und dieser Prozess, wie wir uns gefunden haben, wie wir diskutiert haben, wie wir auch etwas davon gelernt haben. Und so sehe ich Erfolg. Für mich ist es nicht wichtig, ehrlich gesagt, ob mein Name auf der Kunstforum ist oder ob ich große Projekte in einem großen Museum oder bekannten Museum mit sehr bekannten Künstlern gemacht habe. Für mich ist, also ich bin low-key Person und versuche das auch in meiner Tätigkeit, auch im Kulturreferat oder allgemein in meinem Leben. Ich glaube, wir sind uns da ja sehr ähnlich in diesem gemeinsamen Arbeiten, dass wir nicht so sehr auf die einzige Autorenschaft Wert legen, sondern wenn man etwas als Prozess und Experimentierraum sieht, dann ist man notgedrungen ein gemeinsamer Urheber mit allen anderen im Projekt mit dabei und es geht nicht nur auf die einzelne Autorenschaft. Silke, wir haben ja gemeinsam gearbeitet. Wir haben also quasi dieses Endresultat von Mycelia gemeinsam geschaffen. Es ist ja für uns alle ein Experimentierraum gewesen und wir haben in den ersten Sitzungen, die wir gemeinsam noch persönlich hatten, viel über Erfolg, aber auch über Misserfolg gesprochen, weil ich am Anfang gesagt habe, wenn wir diese Ausstellung als ein Nachdenken über Erfolg anlegen und auch über Vernetzung als Künstlerin, dann muss auch diese Option des Scheiterns unbedingt angesprochen werden, wie auch immer das aussieht. Aber mir war es ganz wichtig zu sagen, eine Ausstellung ist nicht ein finales Produkt oder ein Werk, ein fertiges Werk ist nicht ein finales Produkt, sondern mir ging es viel eher um den Weg dorthin. Also es hätten auch am Ende Briefe ausgestellt werden können, in denen die Künstlerinnen beispielsweise gesagt hätten, wie furchtbar die Kommunikation war. Auch das ist ja Teil ein Einblick des künstlerischen Schaffens und letztendlich auch ein Nachdenken darüber, wie Erfolg und Misserfolg zusammenhängen. Kannst du so ein bisschen über dieses Nachdenken zu Erfolg, Misserfolg und Experimente bei dir und deinem Nachdenken zusammen mit Eva, die deine lettische Projektpartnerin gewesen ist, uns durchführen? Mhm. Ja, also den Prozess, den du angesprochen hast, der war tatsächlich ganz wichtig. Der stand im Vordergrund. Der Prozess der Kommunikation, wie können wir etwas gemeinsam entwickeln, worum geht es uns dann im Einzelnen, im Kleinen. Wir hatten ja diese großen Themen und dann muss man aber gucken, okay, wie passt es zu der eigenen Arbeit dann tatsächlich, ganz praktisch, wie arbeitet die andere, wie kriegen wir das zusammen. Also der Prozess stand definitiv im Vordergrund
glücklicherweise konnten wir nun auch mehr präsentieren als nur Briefe, die trotzdem aber auch ganz toll waren. Also gerade die Kommunikation, die war halt besonders aufgrund der Entfernung und weil wir uns vorher einfach ja noch nicht kannten. Und es war aber auch gut zu wissen, dass wir nicht festgelegt sind auf ein fertiges Produkt. Das führt mich jetzt dazu, dass hier in der Gesellschaft, in Deutschland, in Europa und generell in den Industriestaaten, dass ganz vordergründig ist, dass Erfolg ein Produkt ist und dass Erfolg definitiv Geld bedeutet. Ja, und in der Kunstwelt, dass Erfolg auch mit einem Verkauf zusammenhängt. Ja, also so wird das nicht nur in meinem Umfeld, sondern auch im erweiterten Umfeld aufgefasst. Man ist erfolgreich, wenn man verkauft. Kunst begreife ich aber als Idealismus. Und ich bin in der glücklichen Lage, mit einem Brotjob als Background das machen zu können, nämlich in der Lage zu sein, das, was mich im Innersten umtreibt, auszudrücken. Und ich bin erfolgreich, wenn ich in der Lage bin, durch mein Netzwerk dies, was ich gemacht habe, ob jetzt alleine oder im Netzwerk mit anderen Künstlern und Künstlerinnen, sichtbar zu machen. Ja, und da ist auch das Netzwerk wiederum ganz wichtig, wenn ich das zeigen kann, wenn ich Angebote habe, die Kunst zu präsentieren, die Kunst an Betrachter heranzuführen und darüber sprechen zu können. Das ist Erfolg für mich. Und natürlich auch die Arbeitsbedingungen, die zu dem Erfolg führen, nämlich, dass ich einen Atelierraum haben kann als Künstlerin. Sei es jetzt, dass ich den selber finanziere, mit dem Brotjob oder mit ein paar verkauften Bildern, Zeichnungen, wie auch immer. Das ist ganz wichtig. Das gehört zu dem Netzwerk und zum Erfolg dazu. Du sprichst ja gerade so intrinsische Faktoren an, also eine Form von künstlerischer Freiheit, die dir sehr wichtig ist, als eine der Kategorisierungen zu Erfolg. Nun ist der Kunstmarkt, den du gerade angesprochen hast, im Bereich der Kunstverkäufe ja auch nicht ein ausbalancierter Markt, sondern im Kunstmarkt ist es ja nach wie vor so, dass von den Künstlern, die mit am meisten verkauft werden, die große Mehrheit Männer sind, weiß sind und in Europa oder in den USA leben, sprich der globale Süden eigentlich komplett ausgekapselt wird aus dem Ganzen und Frauen und vor allem Alter nach wie vor eine ganz große Rolle auch im Kunstmarkt definieren. Kannst du nochmal auf die Rolle von Künstlerinnen genau eingehen und diesen Bereich von Alter, Künstlerinnen und Erfolg? Sehr gerne. Da habe ich gleich eine Anekdote. Ich war im Februar auf der Art Karlsruhe und da hatte ich einem Gespräch lauschen von einer Galeristin und einer Besucherin. Und die Galeristin hatte der Besucherin erzählt, dass die von ihr gezeigte Künstlerin also zum einen eine Frau ist und zum anderen nicht mehr ganz jung, was halt schwierig ist und für sie ein großes Risiko bedeutet hat. Also ich war nach wie vor, also in dem Jahr 2020, dass sowas halt immer noch Fakt ist. Also und zwar ganz deutlich und auch ausgesprochen wird. Ja, dass zum einen Frauen ein Risiko sind, wenn man als Galerie tätig ist und dann auch noch, um Gottes Willen, wenn sie dann keine 25 sind. Ja, also das fand ich sehr bezeichnend für unsere systemischen Probleme in der Kunstwelt. Es ist auch sehr bezeichnend, wenn man sich viele in dieser Erfolgslinearität anschaut. Ich habe viel recherchiert, mir viele Studien angeschaut und es gibt irgendwie diese seltsame dieses seltsame Zusammenbringen, dass Erfolg immer sehr jung einsetzen muss. Nur dann ist Erfolg wertvoll. Und wenn man sich so viele Künstlerbiografien anschaut, gerade bei Frauen, hat der Erfolg oft sehr, sehr spät eingesetzt. Und das hatte häufig ja ganz unterschiedliche Faktoren, sei es, dass sie im falschen Zeitalter gelebt haben. Ich denke gerade an Hilma af Klimt, die nachdem sie verstorben ist, gesagt hatte, dass ihre Werke erst viele, viele Jahre später ausgestellt werden mögen, weil sie nicht
den Leuten zugetraut hat, dass sie ihre Werke verstehen. Und et voilà, inzwischen eine der ganz groß gefeierten Künstlerinnen und die Kunstgeschichte wird neu geschrieben. Und da gibt es ja einige Beispiele daran. Und ich glaube, dass eine der Dinge, die definitiv transparenter kommuniziert werden muss, und Jonas, du hattest es vorhin schon angesprochen, ist, dass früher Erfolg häufig davon geprägt ist, was das Elternhaus einem mitgegeben hat. Und man häufig, je nachdem, wie viel Geld man mit auf den Weg gegeben hat, wie viele Netzwerkkontakte man schon hat, oft sehr lange benötigt, bis man überhaupt auf diesem Niveau ist, bei dem andere starten. Und ich glaube, diese Transparenz ist eine Sache, die auch da wieder aus Scham nicht erläutert wird, beziehungsweise Privilegien ist eine ganz komplexe Sache und viele Menschen sind sich ihrer Privilegien ja oft auch gar nicht so wirklich bewusst und können so fast nicht mehr über Transparenz da irgendwie entlangkommen. Jonas, möchtest du dann, oder Susanne, möchtest du gerade einmal antworten? Ich wollte nur kurz noch was sagen. Die eine Ebene ist sicher die der Künstlerin. Wie weit kann die was dazu beitragen? Ich glaube aber auch, dass wir in einer Gesellschaft leben, die unglaublich stark von weißen Cis-Männern geprägt wird und dominiert wird. Und das sind auch die Käufer, die dann bei der Galeristin dastehen und die sich da weigern. Das ist nicht unbedingt so, dass die Galeristin das toll findet. Mhm, ja. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der wir im Alltag geprägt sind. Und ich höre gerade, wie Silke und Laura Laura und Annabelle ihr gesagt habt, euch ist es nicht wichtig, vorne zu stehen, euer Name muss nicht oben stehen, das muss kein großes Museum sein. Ich finde das unglaublich anschlussfähig für mich und großartig. Nur wir leben in einer Welt, in der, während ihr das sagt oder euch gegenseitig versichert, Mann von der Seite kommt, sich die Inhalte auf die Brust klebt, sich nach vorne stellt und die Erfolge einfährt. Und das ist wahnsinnig schwer, da mit dieser zurückhaltenden, intrinsisch motivierten Haltung hier tatsächlich eine Änderung zu bewilligen. Und wir dürfen nicht vergessen, die Kunstkritiker sind auch meistens männlich. Und die Intendanten und die Dirigenten und die Regisseure und die Filmproduzenten, das zieht sich durch. Laura, du wolltest gerade antworten? Ich, weil du hast voll recht. Also was soll ich sagen? Also für mich, das war auch eine persönliche Entscheidung, weil ich denke, ich war ganz naiv jahrelang. Ich dachte das, weil ich in eine neue Generation in Spanien geboren bin, wo mein Bruder gleiche Chancen als ich hatte. Ich hatte lang geglaubt, dass das so war. Und irgendwann habe ich mich gefragt, wie kann es sein, dass wir an der Uni 90% Frauen in Kunstgeschichte sind und dann alle die Direktoren und große Kuratoren Männer sind. Und da, als ich da war, ich habe gesagt, okay, aber meine Generation ist anders und ich werde anders machen. Das Problem ist allgemein, ob du Frau bist oder Mann bist, in diesem Bereich, vom Kulturbereich oder vom Kuratorenbereich, muss man einen Weg machen. Also es gibt so wie die, ich spreche über München zum Beispiel, man muss diese PhD haben, man muss diese Volontariat 2 Jahre lang machen und dann vielleicht kommt etwas. Und so, es gibt so Wege, die schon da sind und die man folgen muss, wenn man diese Erfolg schaffen will. Und das war für mich auch eine persönliche Entscheidung. So bin ich nicht. Also ich bin nicht diesen Weg. Ich weiß, also am Ende gibt es die Männer, die durchhalten und so, aber für mich war das auch die persönliche Frage, will ich diesen Weg überhaupt? Oder gibt es andere Wege? Und für mich ist es wichtig, mich zu fokussieren, andere Wege zu finden. Weil dieser traditionelle Weg, wo die Männer sich durch, also einen Weg machen, weil sie stärker oder so, diesen Weg will ich nicht nehmen. Ich würde lieber meine Energie auf andere neuere Wege zu konzentrieren. Ich weiß, es ist sehr realistisch, vielleicht klappt es nicht zusammen mit der Realität hier, aber für mich hat es sich gelohnt und ich habe immer tolle Projekte gemacht mit tolle Frauen und tolle Männer. Auch wenn ich kein Netzwerk hatte oder nicht von einer reichen Familie komme oder überhaupt nicht aus diesem Land oder anderen Ländern war. So, ich denke, für mich die Frage, die sich ist, wie kann man neue Wege schaffen, damit man diesen Ziel erreicht? Ganz wichtig, Susanne, ja, absolut. Also ich glaube,
wenn man versucht, neue Wege zu gehen, dann ist es eine Herausforderung. Und ich glaube, eine meiner steilsten Lernkurven war, ich habe immer sehr an Qualität geglaubt. Und ich habe immer daran geglaubt, dass Qualität sich durchsetzt. Und ich bin ein bisschen desillusioniert, muss ich sagen. Seit so in den letzten 10 Jahren irgendwie zum Arbeiten ist Qualität ein sehr vager Begriff und Qualität setzt sich nicht durch. Und das ist so, glaube ich, eine der Grundstrukturen, die wir auch in dieser Ausstellung gerne zeigen möchten. Dass Qualität von anderen als Definition vorgegeben wird, weil sie Dinge in diesen Arbeiten finden oder weil sie Qualität für sich definieren. Aber Qualität in der Kunst ist, wir können darüber sprechen, aber wir sind in der Kunstwelt, in der Kulturlandschaft viel eher darauf gepolt, zu kritisieren. Also es ist viel leichter, eine Kritik zu üben, als zu sagen, wohin wollen wir stattdessen gehen, wie ist es konstruktiv. Und vielleicht auch so eine der Sachen, Laura, die du gerade gesagt hast, ich muss sagen, wenn wir über patriarchale und hegemoniale Strukturen sprechen, muss ich im gleichen Zuge auch sagen, ich habe mindestens unter genauso vielen weiblichen Chefinnen gelitten, wie unter patriarchalen Strukturen. Also wenn wir über Geschlechter sprechen, ich glaube, wir alle vielleicht, wenn wir über Geschlechter sprechen und das sehr simpel als Mann und Frau darstellen, dann sind das biologische Kategorien erstmal. Und Geschlecht ist ein Konstrukt. Also das sind Hilfsmaßnahmen, genauso wie die Kunstgeschichte aus Labeln arbeitet, gibt es nicht nur diese zwei Geschlechterbegriffe und die sind auch nicht so unglaublich stringent voneinander abgetrennt. Es gibt durchaus viele Facetten dazwischen und die Ausstellung, auch wenn sie sich nennt über die Vernetzung als Künstlerin, glaubt durchaus, dass es hier auch um LGBTQ, es geht um non-binare Strukturen, es geht hier um jeder, der quasi außerhalb dieser patriarchalen Form ist. Also vielleicht nochmal zu dieser Begriffsdefinition. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir in einer Gesellschaft leben, die uns allen so eingedoktert hat, wir leben in einer Meritokratie, nennt man das. Ne? Das ist unser Erfolg ist quasi das verdiente Zielpunkt für erbrachte Leistungen. Und ich glaube, gerade an diesem Punkt muss man viel arbeiten. Das ist, Erfolg ist keine lineare Struktur von A nach B. Ich setze so viel Arbeit an, ich mache unheimlich viel Qualität und ich setze mich in die Welt völlig unterbezahlt und mache aber alles und sage zu einem Ja. Und am Ende bin ich der erfolgreiche Kurator. So funktioniert das nicht. Und ich glaube, das ist ein Learning by Doing, dem wir alle, ob wir uns jetzt Künstler nennen, Kreativschaffender oder in anderen Bereichen arbeiten, ist, dass wir sehr schnell merken werden, wie viele andere Parameter diesen Erfolg mit bearbeiten. Dazu gehört nun einmal Geschlecht, dazu gehört Alter, dazu gehört der soziale Hintergrund und dazu gehört mit Sicherheit auch die Hautfarbe. Wir sind jetzt hier alle weiß, weil wir nicht aus dem globalen Süden kommen, aber wir haben bestimmte soziale Hintergründe, die definitiv darüber entschieden haben, wie viele Privilegien wir in die Wiege bekommen haben. Jonas, das möchte ich als Gentleman aber gerne auch nochmal zum Wort bringen lassen, denn wir haben vorhin schon über Diversität gesprochen und auch über Strukturen. Und vielleicht kannst du nochmal darüber sprechen, wie es dir ergangen ist in deinen ersten Jahren der Professionalität und wie es auch für dich vom Übergang vom universitären Rahmen, den ich als sehr geschützten Raum, aber auch als sehr hierarchischen Raum empfunden habe und jetzt in die Institutsplattform, die, so wie ich sie erfahren habe, doch relativ flach in ihren Hierarchien ist. Ja, also genau. Ich habe die Universität, wie du schon gesagt hast, habe ich auch immer als sehr geschützten Rahmen eben wahrgenommen. Vor allem, weil ich mich dann auch in meinem Studium eben auch sehr eben auf Gender-Aspekte und Queer-Studies und Gender-Studies spezialisiert habe. Und dann ist man sich manchmal gar nicht so bewusst. Man bewegt sich in seinem Kosmos, man bewegt sich in seiner Gruppe und es ist einem dann manchmal so gar nicht so bewusst, dass was auf einen draußen lauern kann, sagen wir es mal so. Ich würde jetzt noch ganz kurz, bevor auf die spezielle Strukturiertheit der Plattform eingehen wollen, weil die Plattform sieht ja eben, weil du auch gesagt hast, wie die ersten Jahre meiner Professionalität waren oder wie ich die empfunden habe, die Plattform in ihrer Struktur ist ja eben, wie du auch schon gesagt hast, sehr, sehr flach strukturiert, also wir haben sehr flache Hierarchien und es ist ja eben auch ein Projekt, das frisch vom Studien abgegangenen KulturwissenschaftlerInnen, KunstwissenschaftlerInnen oder Kunstschaffenden, was auch immer, Starthilfe geben soll. Also wir können
sind dort praktisch, um uns wirklich auszuprobieren und eben auch versuchen, neue Wege eben auch zu gehen, wie Laura eben auch schon gesagt hat. Und es ist, die Plattform ist immer noch, weil wir eine sehr hohe, uns wird eine sehr hohe Fehlertoleranz auch entgegengebracht zum Beispiel. Und wir können eben einfach viel ausprobieren und viel tun. Genau, deswegen sind meine ersten Erfahrungen auf jeden Fall sehr, sehr gut, vor allem, weil ich auch immer mit sehr angenehmen und bisher auch mit sehr aufgeschlossenen und netten Menschen zusammengearbeitet habe und auch Projekte hatte, die mir eben sehr gut gefallen haben, eben wie mit Celia, wo ich eben auch mein universitäres Wissen dann eben auch anschließen konnte. Genau. Und es geht auch, glaube ich, immer auch um ein Zusammenarbeiten eben auch auf Augenhöhe und auch um ein gemeinsames Wachsen. Und das war dann eben bei dem Projekt und bei der Plattform eben auch so. Genau. Wenn wir über künstlerischen Erfolg sprechen, Silke, und wir nochmal auf diesen Bereich des Netzwerkens kommen. Wie sieht es bei dir aus? Meistens bekommen wir ja alle irgendwie so Gänsehaut, wenn wir über Networking sprechen. Das gelingt den einen besser als den anderen. Wie sieht es bei dir aus? Welche Netzwerke sind für dich, für dein berufliches Arbeiten wichtig? Und wie versuchst du dieses Netzwerk auch weiter professionell zu erweitern? In der Tat, also Netzwerk ist ganz wichtig. Für mich persönlich, ich habe zwei große Netzwerke hier in München kennengelernt. Das ist zum einen der Berufsverband der Bildenden Künstler, der BBK, und zum anderen die GEDOC, also der Künstlerinnenverein schlechthin. Und das war wirklich großartig. Da sind tolle, engagierte Frauen. Ich habe da mehrere Projekte auch gemacht und jetzt halt das Größere, das Mycelia. Wir arbeiten da seit knapp 3 Jahren dran. Das hat sich so ergeben, dass die GEDOC eine lettische Kuratorin als Stipendiatin eingeladen hatte. Das war die Diana Popova, die in der Galerie der GEDOC eine Ausstellung organisiert hat mit lettischen Künstlerinnen. Also die Lettinnen waren jetzt nicht vor Ort, sondern sie hat sich die Arbeiten schicken lassen und hatte dann diese präsentiert und ein bisschen was im Umfeld der Künstlerinnen erzählt. Und wir fanden das total spannend, haben den Kontakt gehalten, haben also den ersten Netzwerkfaden gesponnen nach Lettland, hatten dann im Jahr drauf, in 2018, in der Berliner GEDOC eine Impulsausstellung gemacht. Da waren wir noch mehr Künstlerinnen. Und da hat sich das Netzwerk verdichtet. Ein Jahr später in München hat sich dann auf 10 Künstlerinnen konzentriert, 5 also aus München und 5 aus Lettland. Und da sieht man, dass das Netzwerken auch auf Dauer einfach wahnsinnig Bestand hat, für das eigene Arbeiten sehr wichtig ist, weil es bringt einen auch als Künstlerin nach vorne, indem man sich mit anderen Positionen auseinandersetzt, und zwar intensiv auseinandersetzt mit den anderen Künstlerinnen aus der GEDOC. Wir haben ja auch außerhalb des Mycelia-Projekts Kontakt und machen da auch Sachen zusammen. Von daher ist es einfach ganz wichtig, dieses Netzwerk auch in Vereinen oder Institutionen aufzusuchen. Nicht nur untereinander. Genau. Susanne, wenn du in den Beratungsgesprächen, die du ja viel führst, mit Kreativschaffenden am Tisch sitzt oder digital dich unterhältst, welche Ratschläge gibst du ihnen mit auf dem Weg, und kommt das Thema Netzwerk, und du hast vorhin schon gesagt, Erfolg kommt definitiv dazu, aber welche Ratschläge gibst du ihnen und wie siehst du das mit dem Networking? Also tatsächlich bin ich kein so großer Freund von Ratschlägen. Ich bin von meiner 3. Ausbildung, die du vorhin nicht erwähnt hast, bin ich systemische Beraterin, Organisationsentwicklerin. Ich bin also auch noch Coach. Und die Grundhaltung beim Systemischen geht davon aus, dass die Lösung im Klienten liegt. Also ich bin nicht der Experte, sondern mein Gegenüber ist der Experte. Das heißt, ich versuche, ihn oder sie dabei zu unterstützen, die
persönlich richtigen Antworten zu finden. Daher mit Ratschlägen halte ich mich zurück. Aber natürlich biete ich Dinge an, die sich bei anderen bewährt haben und lege demjenigen nahe, für sich selber zu prüfen, ob das vielleicht für sie über ihn auch was sein könnte. Und Netzwerken ist ganz vorne mit dabei. Viele Leute tun sich unglaublich schwer, weil sie es verwechseln mit, ich muss mich verkaufen oder ich muss mich anbiedern oder ich muss mich verstellen. Und ich versuche das zu nehmen mit zwei Aspekten. Und der erste ist, dass wenn ich netzwerken will, ich nicht an Netzwerke rangehen sollte mit der Frage, was können die für mich tun, sondern was kann ich für die tun. Also erstmal geben. Das ist der erste Tipp dabei. Das fällt vielen leichter. Und außerdem geht es nicht immer nur darum, rauszuziehen für sich, sondern tragfähige Netzwerke können nur entstehen, wenn Leute geben. Dass wenn ich gebe, dann kommt da auch ein kreativer Fluss in Gange des Austauschens. Also erster Tipp ist geben. Und der zweite Tipp, das zweite Erleben, was du, Silke, auch geschildert hast. Netzwerke können unglaublich stark sein und funktionieren. Und zwar genau dann, wenn sie wenn es eine Gemeinsamkeit gibt, die trägt. Das kann ein ganz klarer Wert sein. Man setzt sich ein für Fridays for Future. Das kann ein gemeinsames Erleben sein. Wir sind Mütter mit Doppelbelastung und tauschen uns aus. Ich habe immer noch ein großartiges Netzwerk mit der Stillgruppe bei meiner Tochter. Das ist jetzt ewig her. Aber gewachsen ist das, wie wir alle Akademikerinnen mit diesen Kindern zu Hause waren und gesagt haben, uns fällt die Decke auf den Kopf. Also das sind jetzt private Netzwerke. Aber in dem Moment, wo es ein ganz klares gemeinsamen Nenner, ein gemeinsames Ziel, einen gemeinsamen Wert gibt, sind solche Netzwerke tragfähig. Und da geht es nicht darum, dass ich mich verbiege, um in etwas hineinzupassen, was mir nicht liegt, sondern es geht darum, ehrlich mich ernst zu nehmen in meinen Bedürfnissen, und zwar auch als Professioneller oder Künstler, Künstlerin, und das Gegenüber genauso, um zu schauen, haben wir Gemeinsamkeiten. Und wenn die da sind, dann kann auf der Basis was entstehen. Wenn die nicht da sind, dann lassen. Lohnt nicht. Schad um die Zeit. Und jetzt doch nicht nur die zwei, sondern tatsächlich noch so einen dritten Impuls, den mir vor 3 Monaten eine Frau gegeben hat, die selber eine sehr erfolgreiche Beraterin ist. Und ich hatte mit der bezogen auf mich auch so ein ähnliches Gespräch wie wir jetzt hier. Und die hat mir gesagt, wie wäre es denn, wenn du im Rahmen meiner bestehenden Netzwerke nicht nur geben würdest, sondern doch irgendwann dann auch mal anfangen mit nehmen oder einfach auch mal bitten um Hilfe. Und da habe ich mich sehr ertappt gefühlt, weil tatsächlich fällt es mir sehr schwer, auch mal um Hilfe zu bitten. Aber wenn das Netzwerk trägt, dann wird es dann eigentlich toll. Mhm. Laura, ich habe gerade so aus dem Augenwinkel gesehen, dass du dir auch einige Notizen gemacht hast. Wie sieht es bei dir aus? Welche Ratschläge? Was du gerade gesagt hast, und ich habe das hier notiert, weil ich denke, bei mir, ich mache durch Empathie vieles, aber manchmal ist es auch gut, so eine Struktur zu haben, wie man das macht. Und was du gesagt hast, geben, für mich, das ist der Key Thing. Also ich denke, ich hatte kein Netzwerk. Ich komme, wie gesagt, nicht aus einer Familie, die schon ein Netzwerk hatte oder so. Und jedes Mal habe ich mich in einem anderen Land gefunden, wo ich niemanden kannte. Und das war meine Strategie sozusagen. Also ich habe gedacht, was könnte ich hier machen? Was würde mir Lust machen? Und dann habe ich einfach das geschrieben und gedacht, und jetzt, wen kann ich fragen? Aber schon mit etwas auf meinem, also etwas anzubieten. Und so habe ich immer Wege gefunden. Klar, ich habe tausende Absagen gehabt. Irgendwann habe ich in der Schweiz die gesammelt. So, es ist nicht, dass ich habe eine Idee und dann plötzlich alles klappt. Gar nicht. Aber dann habe ich auch überlegt, warum hat es nicht geklappt? Oder ich denke, diese Geben, es ist echt wichtig, weil manchmal beklagen wir uns oder wir sind in dieser Negativität, wo ich gehöre nicht dazu, ich versuche mit ihnen zu sprechen, aber ich denke, man sollte, wie du gesagt hast, anders nehmen und sagen, okay, wer bin ich, was kann ich auch anbieten und dann mit den Leuten sprechen, weil dann bist du auch an einem gleichen Niveau. Und nicht wieder, bitte, bitte, look at me, sondern schau mal, ich habe eine tolle Idee. Wie machen wir zusammen? Und ich habe das mir notiert. Und diese gemeinsam,
Das stimmt. Manchmal wollen wir auch in einem Netzwerk sein, wo wir gar nicht gehören oder nicht also passen. Und das ist auch okay. Man muss das auch akzeptieren und vielleicht andere Netzwerke finden, wo man auch positiv und mit Energie etwas schaffen kann. Das, deswegen habe ich mir das auch, diese tragfähig. Stimmt. Manchmal also, muss man auch schauen, genau, um ernst, zu sich selber aushalten. Und die Hilfe zu bitten, finde ich auch großartig, weil das ist auch so, manchmal vergisst man, dass diese Netzwerke da stehen. Und manchmal, oder nicht manchmal, sondern man muss auch die benutzen, weil so ist es ein Hier und ein Geben und Nehmen. Und so bleibt das auch aktiv. Wenn man nur gibt, dann sind die anderen auch daran gewöhnt, dass man nur etwas anbietet. Aber ich denke, das sollte zyklisch, also das sollte sich auch durchhalten und bereichern auch. So, ja. Ich teile gerade den, über den dritten Punkt, Susanne, musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil ich erst kürzlich ein Gespräch mit einem sehr bekannten Kurator hatte. Und da ging es um Netzwerke und er hat mir seinen absoluten Geheimtipp genannt. Und er meinte, man sollte einmal pro Woche jemanden aus seinem Netzwerk fragen, mit wem man sprechen sollte. Mit einer Idee, die man gerade hat, wo man gerade am Arbeiten ist. Und er meinte, Menschen möchten unheimlich gerne zeigen, wie viel Wissen sie haben. Und wenn du in deinem Netzwerk quasi einmal anfragst, mit wem sollte ich denn deiner Meinung nach darüber sprechen, ist es eine Wertschätzung, weil du davon ausgehst, dass diese Person etwas mitzuteilen hat. Und es ist eine natürlich organische Möglichkeit, das Netzwerk, das man selber noch nicht hat, zu erweitern. Ich fand, das war eigentlich ein sehr schlauer Ratschlag, den er mir da auf den Weg gegeben hat. Jonas, und vielleicht auch die Runde und das Gespräch dann soweit abzuschließen. Vielleicht nochmal von deiner Seite. Wie sieht das denn bei dir in den ersten Jahren der Professionalität und mit den ersten Netzwerkkontakten aus? Was würdest du dir wünschen zum einen als in den ersten Jahren und welche Netzwerke würdest du dir auch für Volontäre quasi wünschen? Ich weiß, dass es in Deutschland ein paar Organisationen gibt, aber die Lobby der Volontäre ist leider nicht allzu stark. Nee, und vor allem auch für mich jetzt persönlich, ich bin kein Mensch, der wahnsinnig outgoing ist und ich mir fällt Netzwerken vor allem in den ersten, die ersten Schritte sind immer die schwersten, sage ich mal so, und man muss sich halt klar sein, was Laura auch schon gesagt hat, da ist, dass man, also es war meine Falle zum Beispiel am Anfang, war, dass ich mir dachte, okay, ich bin ganz am Anfang, was habe ich denn jemandem anzubieten, so. Und das ist vielleicht echt, da sollte man, glaube ich, überhaupt mal anfangen, dass man einfach mal auf sich ein bisschen selber zurückblickt und einfach mal sieht, wo, okay, was kann ich anbieten, wo habe ich Wissen, wo kann ich vielleicht irgendwie was auf die Beine stellen, was vielleicht einen kleinen Unterschied macht oder irgendwie sowas. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach die Leute findet, einfach vielleicht auch mal, das ist eben das Schöne auch an der Plattform bei uns, weil wir sind 5 VolontärInnen. Und da hast du schon mal ein kleines Netzwerk und du kannst schon mit Leuten, die einfach, du bist im ständigen Austausch und im ständigen Austausch auch mit und hörst die Ideen der anderen. Und ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Schritt, dass man austariert, was einen selber interessiert, auf was hat man selber Lust und dann suchst du dir am besten die Leute, die auch auf dasselbe Lust haben und ziehst dann mit denen einfach was auf. Ich sage das auch was Kleines. Man muss ja, ich glaube, man, und das sind wir auch wieder bei Erfolg, dass, wie misst man Erfolg? Weil man verfängt sich, glaube ich, auch schnell in der Idee, vor allem als Berufsanfänger, dass man was machen will, was bewegen will. So. Und ich glaube, von dem Gedanken muss man auch mal ein bisschen zurück und einfach Step by Step kleine Schritte und einfach versuchen, einfach mit Kleinigkeiten erstmal den Unterschied zu machen. So einfach kleine Projekte und dann vielleicht Schritt für Schritt dann einfach anzufangen, genau. Und für VolontärInnen ist es auch, es gibt die Volontärsakademie und solche Geschichten, genau, also es gibt da schon ein Netzwerk, sagen wir es mal so, aber es steckt schon noch auch in den Kinderschuhen, sagen wir es mal so. Also es ist, man wünscht sich schon mehr, sagen wir mal so, auch der Austausch.
ist eben, also für mich ist zum Beispiel, ist es schön, dass wir fünf sind, wir können uns auch untereinander austauschen, aber aus anderen Häusern kenne ich das, dass du alleine bist zum Beispiel und du weißt dann überhaupt nicht, wo anfangen. So, das ist halt, glaube ich, auch schwierig. Ja. Laura? Darf ich kurz etwas sagen? Natürlich. Ich denke, wichtig ist, auch Perspektive, sich also in der Zukunft zu sehen und sich fragen, was will ich oder was macht mir Lust und so. Und dann den Weg findet man, also, oder so sehe ich das, erstmal den idealen Weg zu skizzieren und dann denken, wie kann ich das schaffen oder wo sind die Wege. Und ich denke, das ist besser als, oh, ich will der Kurator, weiß nicht, im Haus der Kunst sein. Das ist mein Ziel, aber das ist nur eine Position, das ist leer. Also wichtig ist, dass du weißt, was du willst für dein Leben, und also inhaltlich auch, weil das bringt mehr Kraft und dann kannst du auch überzeugen, weil du selber überzeugt bist. Und genau. Dann darf ich an... Ja, Jona? Ne, genau, das meinte ich eben, dieses Inhaltliche. Man muss eben seine Qualitäten einfach kennen. Eben. Und inhaltlich, ich glaube, wenn man einfach weiß, für was man sich interessiert und was will ich auch der Welt sagen, so, wenn man es mal ganz pathetisch, ne, um Gottes Willen. Aber genau, das ist, glaube ich, inhaltlich ist es, glaube ich, das A und O, dass man weiß, wo man irgendwie, für was man sich einfach interessiert. Dann darf ich an der Stelle den vier Gästen sehr herzlich danken und hoffe, dass Sie, liebe Zuschauer, heute genauso viel wie ich gelernt haben über Erfolg und dass Erfolg zum einen ein gemeinschaftliches Produkt letztendlich ist, ein gemeinschaftliches Erleben von Dingen ist, ein Prozess, dass Erfolg auch kein linearer von A nach B geführter Weg ist, sondern mit ganz vielen Umwegen auch verbunden ist und dass Erfolg viel mehr ist als nur diese eine Definition, die wir häufig im neoliberalen Kontext sehen, sondern dass Erfolg auch durchaus viel mit Werten zu tun hat. Und letzten Endes haben wir viel darüber gelernt, dass wenn man die richtigen Dinge aus der Motivation heraus, was bewegen zu wollen, Inhalte zu vermitteln und auch mit viel Herzblut dabei ist, dass man zumindest die richtigen Menschen auch um sich schart und wahrscheinlich auch mehr Erfolg, zumindest einen nachhaltigeren Definition von Erfolg hat, als wenn man nur nach Macht und nach Ego letztendlich versucht zu greifen. Ich darf mich an der Stelle ganz herzlich bei Silke, Susanne, Jonas und Laura bedanken. Und Sie, liebe Zuschauer, schauen Sie sich die anderen Videos an, kommen Sie mit uns in Kontakt. Wir würden gerne von Ihren Hören und vor allem auch von Ihren eigenen Erfahrungen und Definitionen hören. Denn wie gesagt, Erfolg ist etwas, das wir zusammen machen und wir wollen auch gerne von Ihnen hören. In dem Sinne, bis bald und danke Ihnen.